Samstag, 3. Juni 2023, ein Fest zu Fettis. Und dort darf die Musik natürlich nicht fehlen. Aber die ist erst am Schluss gekommen. Jetzt drei noch. Zu Fettis ist der Hans Brühlmann-Weg eröffnet worden. Der Ostschweizer Maler, der Hans Brühlmann, hat rund 80 Fettner Zeichnungen hinterlassen. Die trifft man in Museen an, in privaten Sammlungen, überall verstreut, aber kein einziger soll aus dem ganzen Land sein. Jetzt aber gibt es einen Weg, eben der Hans-Brühlmann-Weg, und der ist sehenswert. Der Brunner Klaus hat die zahlreichen Anwesenden begrüßt, in zwei Gruppen geteilt, und dann ist es losgegangen. Die Corinne Fröhlich hat eine Gruppe geführt. Also, ich begrüße euch herzlich zu dieser Wanderung auf den Hinterbrückelschlaufen vom Hans-Brühlmann-Rundweg. Wir haben hier die erste Tafel. Also es ist noch nicht ein Posten, aber es ist einfach eine Tafel, weil in diesem Haus ist die Ferienwohnung, wo der Hans Brühlmann war. Er ist ja in den letzten zwei Jahren von seinem Leben, 1910 und 1911, ist er in der Klinik Pfäfers zur Behandlung. Und nachher war er da fertig zur Erholung. Und dann ist er im 1911 ist er da, hat er da in dieser Wohnung hat er sich erholt. Von Brühlmann heisst Blicktal auswärts mit Fettnerberg. Da haben wir immer vier Elemente. Erstens Zeichnung, zweitens Foto, drittens Text und ein QR-Code mit noch mehr Text. Interessante Sachen aus der Geschichte. Und das vierte, es hat ein kleines Zeichen, ein Feldstecherli. Das ist die Aufforderung, selber zu schauen und sich selber da rein ein Bild zu machen. Also immer die vier Sachen. Jetzt die Zeichnung. Das Besondere an der Art, wie der Hans Brühlmann gezeichnet hat, ist dicke Strich, schraffierte Flächen und weiße Flächen. Und also hat es reduziert auf diese Elemente. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass man kann mit so reduzierten Elementen etwas zeichnen, wo man dann sieht, was es ist. Ja, man sieht, es ist der Fettnerberg. Also mit so wenig Elementen. Und es ist nicht nur, dass er zeichnet hat, was man da sieht, sondern durch die Reduktion kann er die Landschaft auch charakterisieren. Also er betont die schroffe Bergflanke, die nackten Felsen und die dunklen Wälder, die sich da abwechseln. Und unten Talboden, das Kulturland. Sehr lieblich. Und der Gegensatz zwischen dieser Schroffheit und dem lieblichen Talboden kommt da eigentlich sehr schön zum Ausdruck. Fettis Eingang ins Galfeisental zwischen Ogel und Gigerwaldspitze. Also da ist das Galfeisental, da ist die Ogel und dort oben ist die Gigerwaldspitze. Auf dieser Zeichnung sieht man auch
sehr schön, wie er mit dicken Strich und schraffierten Flächen schafft und weißen Flächen. Und er zeichnet einfach die Elemente, die ihm wichtig sind. In dem Sinn dort alles, was man sieht, reduzieren auf ein paar Häuser, ein paar Bäume und Berge. Und was da sehr schön ist, ist da die Wolke, die sich so bedrohlich auftürmen. Das ist meine Doppelbelichtung. Da tut sich der Strommast, der Hochspannungsmast, bedrohlich auftürmen. Also ich habe da auch, Aufnahme 1 ist die Landschaft und Aufnahme 2 naheliegend. Wir sind da gerade unter dem Hochspannungsmast und das Galfeisental ist jetzt im Unterschied zur Zeit von Brühlmann geprägt durch die Produktion von Strom mit dem Gigawaldstausee. Und eben das Kunkelstal ist geprägt durch die Hochspannungsmasten. Es gibt ja viele Fotografen, die aus den Fotos dann die Leitungen ausretuschieren, weil man hat das Gefühl, schöne Landschaft ist nicht so schön, wenn es eine Stromleitung drin hat. Ich habe jetzt halt das Gegenteil gemacht. Und vielleicht ändert sich ja die Zeiten auch noch. Die Fotos sind von 2021. Jetzt haben wir 2023 und wir haben letzten Herbst, sind wir nicht sicher gewesen, lange den Strom über den Winter rein. Und vielleicht gibt das etwas mehr Bewusstsein, um den Strom auch positiv anzuschauen. Und wer weiß, vielleicht werden dann auch so Installationen von der Stromproduktion vielleicht auch wohlwollender angeschaut. Ich finde eigentlich, so ein Mast hat auch etwas Ästhetisches. Also es hat auch dicke schwarze Striche. Und das Geflecht von diesen Stangen und Verstrebungen und Aufhängungen, ich finde, das hat, für mich hat das eine gewisse Ästhetik. Alles eine Frage der Ansicht. Zwei Flüge auf einen Streich also. Mich ist aber interessiert, warum jetzt so viele Zürcherinnen und Zürcher. Wir sind Sprecher. Wir heissen sogar Sprecher und das ist offenbar ein Fakt dieser Geschlecht. Eben darum sage ich. Und jetzt sind wir auf einmal hier ohne Trämmli unterwegs. Das ist ja mühsam für Zürcher. Nein, nein. Geht? Ein bisschen laufen muss man schon. Gell? Ja. Nein, ein Hund. Wir sind sowieso immer unterwegs. Das ist Borsten 3, Gruschenhalde. Gruschenhalde ist der steile Wiese- und Waldhang hier gegenüber. Am Fuss der Gruschenhalde, dort oben, sehen Sie jetzt auch gerade den Posten 5 mit dem Berg Ahorn, wo man dort so einen schönen Blick hat. Dann auf Fettis. Jetzt hier schauen wir wieder ins Galfeisental. Der Brühlmann hat Schwergewicht gleich, oder im Zentrum ist der bewaldete Gupf, der da zwischen diesen Bergflanken ist. Ich habe auch die Landschaft fotografiert. Und es hat dort oben hat es ganz einen schönen Schopf, also mir gefällt der einfach so. Und dann habe ich den in die Mitte von der Foto gesetzt und gerade genau vor dem Waldkopf. Also das ist, ich kann unbedingt diesen schönen Schopf zeigen. Und das ist jetzt so ein bisschen spielerisch, das jetzt gerade da herzutun.
wo der Brühlmann auch in der Mitte den Kopf hat. Im Gruschen und Gams gab es früher schon Besiedlung gegeben. Also es hat mal einen Münzfund von römischen Münzen dort oben. Unten hat man es nicht bewohnen, weil da kommt ja die Amine und das Schwemmland gewesen. Und da kommt der Göbsbach. Das ist auch immer wieder überschwemmt worden. Also dort oben hat es Besiedlung gegeben und da auch, da auf dem Bühl oben, ist auch Besiedlung gewesen. Das ist so langsam gezeichnet, Dunkzahn. Und weiss ich nicht. Es ist auch vom Elfi, also es war vielleicht eines von seinen letzten. Also die Linien sind auch sehr fein, zum Teil. Aber ich finde es auch ein sehr schönes Bild. Gut, was ich da gemacht habe, ein Foto aufs Dorf, dann habe ich mich umgekehrt und habe die Festhütte fotografiert, also was vorne an mir ist und was hinter mir ist, und habe das zusammengetan. Wenn das Fest ist, also es ist Jakobi-Fest, Ende Juli, hier oben, dann stehen da Zelt, Musik spielt. Und ganz Fettes ist auf dabei und die Lautsprecher zeigen ihre volle Leistungsfähigkeit. Mit dem Drachenloch habe ich das so fotografiert, dass der Drache so da aufs Dorf runterkommt, zu schnuppern. Gut, und dann geht der Weg dann dort rauf, die Halde drauf, und ist dann eben dort. Beim Berg Ahorn hat es zwei Posten. Ja, den Weg muss man selber machen. Jetzt aber ist ein anderer Posten langsam wichtig geworden. Bist du zufrieden? Ich habe noch nicht probiert. Gut. Tu jetzt mal. Kennst du Hans Brühlmann? Hat er dir etwas gesagt? Ja, selbstverständlich. Der war hier zwei Sommer zu Fettis. Also ich habe ihn nicht persönlich kennengelernt. So alt bin ich jetzt gleich nicht. Ist er schade, gibt es nicht mehr, gell? Die gute Gerstensuppe. Er hätte sie wahrscheinlich auch gerne gehabt. Gell? Seit wem bist du dran? Ja, wenn ich mir angefangen habe, etwa 9 Uhr rum. Ja, ja. Aber er braucht schon seine Zeit, oder? Eine Gerstensuppe, bis alles lind ist. Ja, ja. Aber du hast ja gesagt, oder? Das Wichtigste ist der Speck. Schau da. Ja, oh, zeig. Ja, oh, super. Ja. Super. Irgendwie das Gefühl, ihr macht das noch gerne, obwohl es ein Hurenkrampf ist, gell? Ja, mal. Ich mache es gerne. Oder? Also, wenn die Leute freuen, wenn die Suppe gut ist. Warum auch nicht? Es war gut gewesen, aber es hat noch Zeit gebraucht. Das ist Zeit für Gespräche. Guido Städtler, Ehrenpräsident der Talgemeinschaft, im Gespräch mit der Regierungsrätin Susan Hattmann, die wirklich um 9 Uhr hier oben eingetroffen ist. Ja, und dann hat man gewartet, bis der Festakt kommt. Der Künstler, der Hans Brühlmann, der hat es hier oben zu Fettis nicht nur einen Rundweg ermöglicht, sondern er hat auch die Netzwerke ermöglicht. Und es ist wirklich ein wunderschöner Rundweg, den man hier schauen kann. Dann ist der Axel Zimmermann, Gemeindepräsident, langsam mit der zweiten Gruppe gekommen. Er ist am Festakt länger in Nöcher. Und die mussten noch schnell runter, gut Instrument holen, weil sie eben mitspielen. Da hat man auch ein bisschen Zeit gehabt, zum Netzwerken. Ja, und dann hat man natürlich die Aussicht auch genossen. Und was man ein bisschen vermisst, das ist die Sonne. Auf dem Gunkel zu Bas hat es Sonne. Aber sonst? Ja, sonst, die kommt schon. Kommt noch? Nur Geduld. Ja, gell, also hin und wieder geht etwas ab, das Fettis. Also ist das ein bisschen das, wenn man so Attraktionen schafft, dass man dann noch Leute herholt, ist das in eurem Sinn? Weißt du, manchmal sagt man ja auch, gerade wenn man hier daheim ist, also ganz viel Tourismus will man dann auch nicht. Nein, das ist ganz klar, das ist schon in unserem Sinn. Aber wir wollen eigentlich einen sanften Tourismus. Wir haben so einen Rundweg, wo eigentlich Leute können, wo die Ruhe suchen, wo Natur suchen, wo spazieren wollen und etwas geniessen wollen auf dem Weg. Und das ist eigentlich ein bisschen der Hintergrund. Und wir wollen eigentlich viel mehr auf dem aufbauen als auf dem Massentourismus, wo man einfach Leute reinschaufelt und
und ja, eine grosse Kirche veranstaltet. Das will man eigentlich nicht. Wirklich Leute, die die Ruhe suchen, die Natur geniessen, die Berge anschauen und auch drumherum. Jetzt noch ganz schöne, idyllische Orte, die man dann besuchen kann. Und hat man da natürlich häufenweise Möglichkeiten, gell? Also natürlich, Möglichkeiten, ja. Drachenlochuhr könnte man auch. Ja. Und wenn man dann durch neu schnappen in die Schweiz, genau, aber ja, könnte man oben durchgehen, dann könnte man mit dem Bändchen wieder oben nach, gell? Also gibt es x, so, x, ja, Möglichkeiten. Ja, ja, Kunkels könnte man, könnte sie gerne auf Reichen, ja, auch so. Ja, richtig. Ja. Unsere Nachbarn, der Kanton Graubünden, oder eben dann auch Richtung auf Eisental, ja, über Sardone, die dann ein bisschen das Berg wollen, also Hochtouren. Kommt man dann auch Richtung Glarnerland zu gehen, genau, und auch Richtung Bündnerland, im Kofeisental hin. Was überraschend ist, dass ich war schon etwas Fettes, aber auch immer da, Richtung Kunkels oder Drachenloch oder so. Das Hotel, das wir hier haben, das ist sehr leistungsfähig. Also, wenn, ja, man hier übernachten möchte, das ist null Problem, gell? Auf jeden Fall, ja. Also, das ist ein sehr gutes Hotel. Das ist ja ein Familienbetrieb schon seit wirklich bald zwei Jahrhunderten, also oder sicher ein Jahrhundert. Dass die Familienbetriebe so aufrechterhalten und sehr gut essen und auch Unterkunft ist sehr gut. Und da sind wir also sehr gut bedient mit dem Hotel. Ja. Eine längere mehr Zuzahlung gibt es auch, die sich verliebt in den Fettis? Ja, ja, es gibt beide Varianten. Der, genau, der sich verliebt hat, ja, und der, der natürlich eine billige oder eine günstige Bleibe suchen. Und ja. Das ist noch so ein bisschen ganz. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Ja, ja. Sind dann halt die Leute so, ich sage jetzt, nicht anständige, aber die wirklich halt wenig Geld haben. Und, ja, und halt, genau. Das ist dann das andere ein bisschen. Die Realität kommt halt überall, genau, her, ein, ja, bisschen. Ja, das ist jetzt so mal Schlagzeilige wegen Wolf, aber ich muss ehrlich sagen, wenn man da unterwegs war, ich habe noch nie einen Wolf gesehen. Also, mal, ich habe fünf vor dem Haus gehabt, ich wohne hier auf der anderen, jawohl, Seite. Dann. Und im Winter, ist im Februar gewesen, habe ich fünf Stock vor dem Haus gesehen, am Sonntag oben um 7:30 Uhr. Ich war zum Nachtessen, Strassenlampe daneben, tappt ein Wolf rein. Oder ein Wolf, jetzt ist es ein Hund, oder? Da kommt der Nächste, da denke ich, ja, einmal, das kann ja nicht sein. Und dann bin ich aufgestanden, da kamen Leute hinten hochkommen, oder? Ich denke, ja, das sind ja Wölfe. Aufgestanden, raus, das Fenster. Und wenn ich rausgeschaut habe, sind zwei Wölfe in der Strassenlampe gestanden, und drei sind noch ein bisschen weiter hinten und warten gewesen. Ich wollte das Handy holen und fotografieren, aber bis ich zurückgekommen bin, sind sie dann halt schon weg. Also sehr schüch, also Bedrohung, ja, eher nicht. Ja. Ja. Denke ich, ja. Was wäre so dein grösster Wunsch als Urfettner? Was ist jetzt für Fettis? Mein grösster Wunsch? Ja. Ja, dass es auf das so bleibt, dass auch die Jungen, es ist so, es gibt wieder viele Junge, die ihnen wohnen können. Und das ist eigentlich schon schön. Das ist für mich das ist eigentlich der grösste Wunsch. Dass auch wieder Junge, die gehen in ein paar Jahren ins Tal leben, wohnen dort unten, oder? Geniessen das Leben halt dort unten ein bisschen, aber können auch wieder retour. Und das ist eigentlich schön. Und das ist mein Wunsch, dass es so bleibt. Dass das Fettis, ja, von dem her auch mit Kindern natürlich, ja, nicht ausstirbt. Aber man ist eigentlich auf guten Weg, muss ich sagen. Es wirklich, es können viele zurück, bauen hier und. Und wir geniessen eigentlich auch schon den Frieden dahin. Und sind ja eigentlich nicht weit weg vom Schuss. Oder? Wir sind sehr nah an Bad Ragaz, 20 Autominuten, das ist ja nichts. Eine halbe Stunde auf Chur, das ist nichts. Oder? Und daneben haben wir unsere Ruhe hier und können unser Leben dahin gestalten, machen, wie wir wollen. Klingt doch toll. Heile Welt, Fettis. Und dann haben sich Musikanten auf den Weg gemacht. Ihr seht schon, Nachwuchsmusiker sind hier im Kinderwagen gesehen. Eben, heile Welt, auch eine Blume gebracht. So, und jetzt aber zum Festakt. Thank you.
einen Hut ablegen, einen anderen anlegen. So ist das Zfettis. Es braucht viele Personen mehr als einmal an einem Ort, um unser Dorfleben intakt zu halten. Und ein intaktes Dorfleben haben wir hier Zfettis allemal. 1910. Stellen Sie sich vor, ein wildfremdes Ehepaar kommt auf Zfettis. Völlig klar, wir kennen das. Es hat sicher ein paar Leute gegeben, die die Stirn gerunzelt haben. Es hat Leute gegeben, die so gelassen, gewundert, wer ist das? Und es hat vermutlich schon damals Leute gegeben, die dachten, oh, da möchte ich mehr wissen von diesen Leuten. So war doch etwa die Stimmung 1910. Jedenfalls das erste Mal. Das zweite Mal hat man schon etwas mehr gewusst, 1911. Da haben sie im Tamina gesagt, ja, du weißt, da kommen die Leute von Zürich. Die reichen Schwarzenbachs von Talwil und von Reinhards von Winterthur sind da gewesen. Und ein berühmter Radiolog ist da gewesen. Also, das müssen besondere Leute sein. Also, man hat dann gemerkt, man kann mit den Auswärtigen auch ein bisschen Geschäft machen. Also, der Verkehrsverein damals hat sich vermutlich gefreut. Ich weiß gar nicht, hat es den damals schon gegeben. Unter diesen neugierigen Leuten war sicher der Theophil und Clara Nick. Clara Nick hat nämlich am Lothar Kempter Folgendes erzählt. Den Einwohner des Dorfes, die Brühlmann vom ersten Aufenthalt, also 2010, herkannten, fielen die Veränderungen im Gehabe des Leidenden auf. War er das erste Mal wanderlustig gewesen, so lief er nun gedrückt umher. Sie, Frau Nick und alle anderen Fettner, haben nicht gewusst, dass der Künstler an einer unheilbaren Krankheit geleidet hat und sich wenige Wochen später, und zwar im Einverständnis von der Frau Nina, das Leben genommen hat. Ein Leben, wo stark von Geldsorgen geprägt war. Überleben hat das Ehepaar nur können, indem es auch kunsthandwerklich eben durch Schmuckproduktion versucht haben, Geldmittel zu beschaffen. Der Hans Brühlmann hat zwar einen Sammlerkreis gehabt, ich habe gesagt, die Reinhards in Winterthur, die Schwarzenbachs, aber die Bilder haben damals nicht die Werte gehabt, die heute in einem Markt zirkuliert, auch wenn man es zurückrechnet auf die früheren Währungen. 1906 hat Hans Brühlmann ein Stipendium bekommen von der Eidgenössischen Kunstkommission. Das ist der Beweis, dass in Fachkreisen der Künstler schon einen hohen Stellenwert hatte. Nach dem Tod von Hans Brühlmann 1911 hat man den Hans Brühlmann in Zfettis vergessen. Mit einer Ausnahme. In den 70er Jahren, und das habe ich auch vergessen, hat der Stefan Gort, der Künstler, dem Hans Brühlmann nachgespürt, aber leider ist er schreibfaul und hat seine Gespräche mit Zeitgenossen von Hans Brühlmann, die Stimmen nicht aufgeschrieben. Das ist eigentlich schade, aber immerhin ehrenwert, dass er in den 70er Jahren dem Hans Brühlmann bereits für sich im Stillen ein Gedenken geboten hat. Die Fachwelt hat später vor allem Zeichnungen gelobt. Zeichnungen, die wegweisend waren im Expressionismus. Was heisst Expressionismus? Ich hatte kürzlich ein Gespräch im Gigerwald im Restaurant. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, ja, ich weiss nicht recht, was das soll, da, der Berg, da, das mit Drachenberg. Das sieht doch nicht aus wie ein Drachenberg. Und es lohnt sich, so ein Bild mal anzuschauen und in der Tat, so auf ersten Anhieb würde man sagen, es ist nicht eins zu eins abzeichnet. Wir sind im Zeitalter vom
sogenannten Expressionismus. Es geht nicht mehr darum, Objektivität von einem Berg, von der Galanda oder vom Giger Waldspitz zu zeichnen, sondern es geht am Künstler und nicht nur am Hans Brühlmann, sondern insbesondere am Kirchner darum, seine eigene Stimmung zu zeigen in dieser Bergwelt. Und ich habe im letzten Sommer im Museum Chur habe ich ein farbiges Bild abgezeichnet. Das ist nicht vom Hans Brühlmann. Der Hans Brühlmann hat aber 10 Jahre vor dem Ernst Kirchner einen Sonnenstil geprägt. Das heisst, man sieht harte Schraffierungen, Reduktion, Freiflächen, auch Leerlassen. Und der deutsche Expressionismus, der ist mittlerweile bei uns eigentlich angekommen, aber eben immer noch nicht so, dass alle Leute sagen können, ja, das ist genau Galanda. Gilt übrigens auch für den einheimischen Maler Erhard Fappani. Auch der Erhard Fappani ist im weitesten Sinn einer, der einen expressiven Ausdruck der Bergwelt gebracht hat, auch wenn man dort häufig die Bergwelt noch besser erkennt als vielleicht in den Zeichnungen von Kirchner. Kommen wir ins Jahr 2009. Ein Jahr vor 2009 hat mir der Roman Signer, nicht der Peter Signer, der Roman Signer, hat mir ein Büchlein in die Hand gedruckt, das liegt hinten auf von den Zeichnungen, und hat gesagt, du bist doch da hinten verankert, ihr könntet doch einmal etwas für den Hans Brühlmann machen. Kurz darauf habe ich vernommen, dass der Hans-Uli Frey und der Stefan Burkhardt von der Offizin Parnassia, dass die aufs Jubiläumsjahr für das Gallus-Jubiläum 2012 an einem Projekt sind. Leider ist es dann nicht zu dem Projekt gekommen. Und auch die Idee von Roman Signer, man soll doch vielleicht den Gedenkweg in Erwägung ziehen, die ist irgendwie versandet. Unter anderem deshalb, weil ich dort noch gearbeitet habe. 2021 hat dann auch der Karl Kohler, der vorher geredet hat, nicht mehr gearbeitet, sondern nur noch gehirtet auf der Alp. Und aus dieser Begegnung auf der Alp, auf der Ebene, ist eigentlich das Projekt entstanden. Der Karl hat in der Fappani-Kommission Corinna Fröhlich motivieren können, später den Verkehrsvereinspräsidenten gewinnen können, und der Axel Zimmermann als Gemeindepräsident hat die Unterstützung geboten, und so läuft eben dann ein Projekt gut ab. 9 Sitzungen, und was daraus resultiert hat, haben wir gesehen. Auch dank der Unterstützung eben von der Behörden, aber auch ein Erfolg, vor allem auch dank der Unterstützung von den grossen Kultursponsoren, die immer wieder das Zünglein an der Waage im Projekt sind, Marcella und Leo Loser. Herzlichen Dank, dass ihr unser Defizit hier in einem ganz kleinen Rahmen behaltet. Der Karl hat es bereits gesagt, das Besondere an diesem Weg, und das sieht man, wenn man auf Montagnola geht und der Hermann Hesse Weg anschaut. Oder wenn man auf Waldstadt geht und der Emma Kunz Weg anschaut. Das Besondere an dem Weg ist A. Das Design. Das ist einfach der schönste Weg, den ich kenne. Ich kenne etwa 50 Kunstwege. Das ist der schönste Weg. Und der ist dank Peter Brunner. Das ist mein bester Kultur- und Jagdfreund aus Kalbrunn. Eine Druckerei, die vor meiner Haustür ist, und ich bin einer, der nicht fixfertige Arbeiten abliefert, sondern immer wieder Work in Progress. Also er hat immer wieder müssen auch Züge über Bord werfen, und ich hoffe, es schlägt sich dann nicht stark in der Rechtsschlussabrechnung nieder. Aber grosse Kompliment an Peter, dass die Gestaltung von dem Weg wirklich besonders ist. Die Farbgebung, die Tafel, ich habe es auch gehört, in den Rundgängen von der Familie her,
grosse Kompliment hast du bekommen. Aber das Besondere ist auch der Inhalt, dass es gelungen ist, ein Künstler aus der Vergangenheit, wo Momentaufnahme von 1910 zeigt, an einer Fotokunst von heute, von der Corinna Fröhlich, wo auch die zum Teil brutalen Eingriffe in die Natur zeigt, in Mühleboden oben, sieht man dann plötzlich in der Doppelbelichtungsfotografie einen Masten, der halt auch zum Tal gehört, auch wenn man den Masten nicht unbedingt schätzt. Ein bisschen sympathischer kommt hier oben die Pfädner Bergbahn in einem Bild, wo gegenübergestellt ist daher. Also ich glaube, die Gegenüberstellung von diesen beiden Epochen, aber auch von diesen beiden künstlerischen Mitteln, das ist das ganz Besondere. Und das noch verbunden mit der Dorfgeschichte. Also gehen Sie dann mal auf die QR-Codes und schauen Sie an, was da zu entdecken ist in diesem Dorf. Dem Hans-Brühlmann-Weg geht es so wie dem Brühlmann, wo 1910 und 1911 gekommen sind. Ein paar wenige runzeln die Stirn im Dorf. Eine grosse Mehrheit zeigt eine Sympathie. Und ein paar haben schon ganz offensichtlich Begeisterung gezeigt. Denen, die Sympathie haben und manchmal sagen, ja, weißt, ich verstehe nichts von Kunst. Denen sage ich einmal, von Kunst muss man eigentlich nichts verstehen. Kunst ist eine Sache vom Gefühl und eine Frage von der Offenheit, ob man sich will, ein bisschen inspirieren lassen will, Bereitschaft zu einem Fitnesstraining, gefühlsmässig und intellektuell. Das braucht es. Und das bietet Hans Brühlmann und Corinna mit ihren Werken auf diesen Tafeln wunderbar. Der Parkour, der Karl Kohler hat es gesagt, ist auch eben ein Parkour, wo man sich bewegen muss. Er ist ein Fitnesstraining physisch, aber er ist auch ein Fitnesstraining geistig und psychisch. Ich wünsche euch bei allen Fitnessgängen viel Vergnügen und danke, dass ihr hierher gekommen seid. Bravo. Der neue Rundweg hat nicht zufällig zwei Schlaufen. Vettis hat von alters her zwei Dorfteile, Vorderbruck und Hinterbruck, bezogen auf eine Bachtermine, wo zmitzt durchs Dorf geht. Vor 50 Jahren war es eine Brücke, jetzt sind wir halt drei Brücken. Vettis war aufgeteilt auf zwei Länder, zwei Staaten. Die Staatsgrenze war eingemeißelt auf einem Stein bei der Brücke unten. Vorderbruck hat zum Kloster Pfäfers gehört, Hinterbruck eine Zeit lang zur Herrschaft Rezüns. Vorderbruck hat ein Machtzeichen mit dem Vogtenhaus Lerchen, bekannt, wo dann nachher die Alpinenschule Vettis war. Und jetzt, netterweise, kommt ja der Name Lerchen wieder führen für das hoffentlich künftige Hotel Lerchen. Und die Hinterbruck hat aber auch ein Machtzeichen gehabt, das ist weniger bekannt, das ist Burg. Burg auf der Rütti, ein bisschen unterhalb vom neuen Wasserreservoir, kürzlich eingeweiht. Burgruine ist ein paar Meter weiter noch ein bisschen sichtbar. Es sind dicke Grundmauern rum. Sie sind ein bisschen versteckt, weil später darüber ein Stall gebaut worden ist und die Besitzerin nicht so Freude hat, wie man ihr Grundstück betreten tut. Die politische Teilung, auch wenn nur von kurzer Dauer, hat Auswirkungen. Zwei Sprachen. Die Hinterbruck ist länger als die Vorderbruck noch ausgeprägt romanisch sprechend gsi. Zwei Konfessionen. Beide Dorfteile haben die Reformation mitgemacht. Vorderbruck ist aber sofort wieder zum katholischen Glauben zurück, auch dank der Kirche Vorderbruck. Aber die Hinterbrückler sind ein paar Tage länger reformiert geblieben.
Und dann zwei Papalisteine. Wir wissen ja, zu Fettis kommen ja Papali nicht durch einen Storch, sondern via Papalistein. Auch hier Vorderbruck, Hinterbruck, je einen separaten Papalistein. Und dann zwei Wasserversorgungen. Hinterbruck jetzt noch sichtbar mit den Wasserwägeln, bis 1890 in Betrieb, auf einen Görbsbach ausgerichtet. Und Vorderbruck hat doch vor 1890 schon einen Brunnen auf dem Kirchplatz. Das ist gelebte Geschichte bis in die 1970er Jahre mit der Leidenschaft für Vorderbruck und Hinterbruck und jetzt dank uns allen auch wieder verstärkt auflebend. Die beiden Rundwege sind ideal, um mit diesen Aussichtspunkten das Dorf zu betrachten, zu schauen und auch immer wieder die Geschichte von Fettis zu vergegenwärtigen. Bleiben wir also dran. Auch dank dem neuen Hans Brühlmann Gedenkweg, sprich für Fettis Vorderbruck und Hinterbruck Rundweg. Ich danke Ihnen allen, liebe Einwohnerschaft, liebe Gäste, für Ihr Interesse an dieser Geschichte von Fettis mit Vorderbruck und Hinterbruck. Lassen wir das auch weiterleben und freue mich jetzt auf das Grußwort von der Frau Regierungsrätin Susan Hartmann. Danke. Um das Jahr 1910 herum hat Hans Brühlmann Fettis an die rund 100 Mal gezeichnet. Was mich an diesen Zeichnungen, die wir jetzt auch vorher beim Rundgang gesehen haben, besonders beeindruckt hat, ist, dass keine eigentlich so aussieht wie eine andere. Das, obwohl sie alle mit Stift auf Papier gezeichnet worden sind. Wie viele von Ihnen wissen, hat Hans Brühlmann das Dorf aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln gezeichnet. Er hat sich immer wieder an anderen Stellen positioniert, rund ums Dorf Fettis. So sind Bilder mit verschiedenen Ausschnitten und verschiedenen Perspektiven entstanden. Ich finde es faszinierend, dass das gleiche Projekt, in dem Fall das Dorf Fettis, je nach Blickwinkel ganz anders aussieht. Auf dem Rundgang haben das viele mit eigenen Augen gesehen. Sowohl auf den Zeichnungen als auch von den Fotos von Corinna Fröhlich, die den Zeichnungen gegenübergestellt sind. Und natürlich auch der Ausblick, den man vom Wanderweg aus aufs Dorf hat. Verschiedene Blickwinkel auf die gleiche Sache, das kennen wir alle aus unserem Alltag. Einer findet die Lufttemperatur gerade okay, für die anderen ist es zu heiß oder zu kalt. Verschiedene Perspektiven und Meinungen machen nicht einfach nur eine Diskussion interessanter. Sie helfen uns auch, bestmögliche Lösungen zu finden, um ein ganz bestimmtes Problem zu lösen. Dafür braucht es aber auch den Diskurs, Diskussion. Um bei Fettis zu bleiben. Von einem gewissen Standpunkt erscheint die Kirche zum Beispiel ganz gross im Vordergrund. Von einem anderen aber wieder eher ganz klein im Hintergrund oder man sieht dann zum Beispiel gar nichts. Das Einordnen von der Kirche im Kontext des Dorfes gelingt nur, wenn man all die verschiedenen Bilder zu einem grossen Ganzen zusammenführt. Eine Rundumsicht entsteht also durch den Austausch. Mit dem Austausch auch von verschiedenen Argumenten und Perspektiven entstehen Kompromiss- und Lösungsansätze, die man allein nicht finden würde. Und wenn keine Kompromisse möglich oder nötig sind, lernt man wenigstens etwas Neues. Zum Beispiel, dass es eine Kirche im Dorf hat. Ich möchte an dieser Stelle allen Beteiligten ganz herzlich zum wunderbaren Gelingen von dem Rundwanderweg danken. Wir freuen uns auch in der Regierung wieder einmal hier auf Fettis zu kommen, sechs vielleicht bei einer Klausurtagung. Wir nehmen oder prüfen das Angebot von Bruno Klaus sehr gut. Teambildung brauchen wir zum Glück in der aktuellen Regierung nicht. Da bin ich sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Eröffnungsfeier, einen guten bei der wohlriechenden Gerstensuppe. Geniessen Sie den Tag und noch ein ganz schönes Wochenende. Merci vielmals.
Fettnervielfalt in Form von einem Blumenstrauß für Susanne Hartmann. Und dann sind sie zusammen gestanden. Sie geht alles nachfahren. Es ist eigenartig. Also, der Hans Brühlmann hat kein Kind gehabt, aber anscheinend einen ganzen Haufen Nachfahrinnen und Nachfahren. Es ist wirklich interessant. Sie haben sich gegeneinander vorgestellt. Haben sich also untereinander auch nicht gar so gut gekannt. Der Leo Lohrs und Marcella haben geschaut. Und der Leo. Das ist ja eine Riesengruppe. Eine Riesengruppe, hat er gesagt. Und da hat er recht. Leo und Marcella Lohrs, eben die Gönner von Pizzol, natürlich auch hier. Immer wieder jemanden eingeladen, immer sehr gerne gesehen. Und dann noch, er hat es geheißen, es gäbe jetzt von diesen Nachfahrinnen und von diesen Nachfahren vier Fotos. Das ganze Länder war da in Vertretung von ihm. Da hat er viermal geknipst und dann hat es mich eigentlich mal interessiert, wie ist denn da die Verwandtschaft? Darf ich schon etwas fragen? Wie ist denn das möglich, dass jemand, der kein Kind hat, so viel Nachfahren hat? Ist schon unglaublich, hä? Keine Antwort darauf, gell? Und ihr habt wirklich alle etwas zu mit dem Künstler? Alle? Ja. Ja, von den Geschwistern und ich. Nur nicht direkt. Was sagst du? Was? Indirekt? Indirekt. Gut. Du auch indirekt. Ein Grossonkel ist es. Ein Grossonkel? Grossonkel, ja. Akkurat. Was? Akkurate. Ah. Unglaublich, hä? Ja, meine Frage hat Fragen aufgeworfen, sie haben sich weiter austauscht. Wer ist wer und wer ist mit wem wie verwandt? Und wer hat was, wo, wie mit dem Hans Brühlmann zu tun? Und dann interessiert die Frau mit dem Schmuck, ist interessant gewesen. Das ist vom Brühlmann. Ja. Also er hat den entworfen, weißt du, den Schmuck. Und du machst das jetzt oder so? Nein, ich träge den. Du trägst den von der Gerbt. Ach so, unglaublich. Ja, ist das Erbstück, genau. Aber hat das selber entworfen und auch selber gefertigt, oder? Das ist, glaube ich, nicht ganz sicher. Es war in Stuttgart an der Kunsthochschule. Ja. Und ob er selber in der Werkstatt auch war, weißt du, ob es eine Mischung war zwischen Handwerk und Hochkunst oder ob er es machen lassen hat. Ich glaube, also ich weiß es nicht. Ob es... Ein bisschen stolz haben wir schon, gell? Entschuldigung? Ein bisschen stolz haben wir schon. Also, gell, ich bin halt so aufgewachsen mit diesen Bildern. Also, ich habe es immer gekannt. Also, es ist immer so wichtig für die Familie. Also, für die, die sich. Sind jetzt auch nicht alle da, gell? Ich glaube, es sind jetzt die da, die sich für Kunst interessieren. Ja, ja. Oder für ihn. Das ist nicht für alle gleich wichtig. Aber dass das ausgerechnet zu fett ist, weißt du, den Weg gibt, das ist ja zum Teil weit, weit weg von dort, wo ihr sonst wohnt. Ja, es ist so speziell, oder? Ja, es war auch noch spannend, jetzt gewesen, weil ich kenne die Landschaft von den Zeichnungen und von den Bildern. Und dann ist man da in dieser realen Landschaft und man erkennt sie, weißt du, so den Charakter. Ja. Du kennst eigentlich von den Zeichnungen und dann siehst du es in der Realität. Es ist noch ein spannendes Erlebnis. Und wenn man schon verwandt ist und eingeladen ist, dann schaut man sich das natürlich ganz genau an, ob alles stimmt. Mit den Augen von der Fotografin. Sie rechts ist Fotografin und ist eben auch ein Nachfahre von Hans Brühlmann. Interessant. Das ist ja der kritische Blick von der Fotografin, ja, gell? Genau, kritischer Blick. Das ist so. Eine sogenannte Brühlmann-Suppe, hä? Oder nicht? Ich hoffe, es brüllt noch niemand. Ich habe jetzt nicht gut gesehen. Wohl. Dankeschön.